Jedes Jahr im Frühling gleicht Brandenburg einem Folienmeer, in dem kein Vogel singt. Tausende Hektar Agrarland, verpackt und versiegelt, nur um ein Gemüse anzubauen: Spargel. Da sehen Sie alle Felder abgedeckt, kein Grün mehr, nichts. Ich finde das furchtbar, weil man denkt immer, man ist. Das ist wie so eine Mondlandschaft. Ich esse Spargel, wenn die Saison ist, und dann hören wir auf. Geht Spargelanbauen nicht auch ohne Plastik, so wie es früher üblich war? Kaum einer wagt heute noch dieses Abenteuer. Ein Betrieb in der Niederlausitz schon. Anfang April, Max Schakowski lockert den Boden auf. Woanders wird schon der erste Spargel angeboten, hier ticken die Uhren langsamer. Max muss vorsichtig fahren, nicht die Spargelpflanzen beschädigen, die noch tief in der Erde stecken. Die Eltern sind Landwirte im Nebenerwerb. Gerade kommt Manuela, seine Mutter, von der Berufsfachschule in Cottbus, wo sie als Lehrausbilderin arbeitet. Ist alles im Rahmen, alles machbar. Jetzt warten wir noch auf die Sonne. Ja. Die fehlt. Ja. Habe ich jetzt einfach mal angefangen, um zu gucken, wie es läuft. Und werde dann mal schauen, wie weit ich heute komme und dann den Rest noch machen hier. Max studiert Landwirtschaft. Er will später einmal den Hof übernehmen. Jetzt interessiert ihn, ob sich schon was in der Erde tut. Ohne Folie sind sie hier völlig wetterabhängig. Noch sind die Nächte kalt. Das ist noch Winterschlaf. Also gewachsen ist hier noch nichts dieses Jahr. Das braucht noch ein bisschen Temperatur. Hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn jetzt hier schon die ersten kleinen weißen Köpfchen rauskommen. Die haben wir vor 7 Jahren gepflanzt. Genauso um die Zeit wie jetzt pflanzt man sie. Also da mit denen rechnen wir schon noch ein paar Jahre, um hier ernten zu können. Das finde ich nicht in Ordnung. Es regnet und es sieht so aus, als ob es gleich noch stärker regnen wird. Manuela hat recht. Zeit, um schon mal die Saison vorzubereiten. Spargelstecher sind später das Hauptwerkzeug für die Erntehelfer. Die Werkstatt noch unverändert aus Zeiten des Vorbesitzers, der hier früher schon Spargel anbaute. Und auch das haben die Schakowskis vom Vorgänger übernommen. In diesem Business braucht man Geduld. Warum sind wir geduldig? Das ist eine gute Frage. Ich habe es so kennengelernt von meinen Eltern, machen es nebenbei, haben sich hier was aufgebaut, für mich eine Zukunft irgendwo geschaffen. Mit der Dampffräse wird quasi der finale Damm geformt, so diese typischen kantigen Dämme, die man vom Spargel kennt, die macht man mit dem Gerät. Da hat man hier Schlägel drinne, rotierende Schlägel, und die werfen quasi die Erde nach oben und zusammen, und hinten mit den Blechen wird dann der Damm quasi geformt. Dadurch, dass wir das aus Überzeugung machen mit dem folienfreien Anbau, bleibt uns keine andere Wahl, als abzuwarten. Wir wissen, dass wir einen sehr schönen und netten und zuverlässigen Kundenstamm haben, der immer wieder zu uns kommt und der auch auf uns wartet. Max wartet darauf, dass es wärmer wird. Die allermeisten Spargelproduzenten setzen dagegen auf sogenannte Verfrühungssysteme, um schneller auf dem Markt zu sein. Über einer doppelten Folie wird häufig noch ein extra Tunnel gespannt, um ein Klima wie in einem Gewächshaus zu erzeugen.
Der Mann mit dem Feldstecher, Thomas Hellwig, hat im Auftrag des Landesumweltamtes die Vogelwelt in einem intensiv genutzten Folienspargelgebiet untersucht und mit dem angrenzenden Ackerland verglichen. Etliche Brutvogelarten sind hier verschwunden. Wir haben uns selbstverständlich die Mühe gemacht, um auch wirklich alles auszuschließen, sind eben auch diese Flächen dann hoch und runter gegangen, um wirklich zu sehen, ob da jetzt nicht doch noch ein Vogel irgendwie brüten könnte. Wir haben mit den Brutrückenwürger, Neuntöter und Raubwürger große Probleme, auch der Wespenbussard, die man hier nicht auffindet mehr. Wir haben also, ich sag mal, 10 Arten, die nachweislich ausgestorben sind durch den intensiven Folienspargelanbau. Versiegelte Flächen als Preis für eine frühe Ernte? Ja, das ist die normale Wirtschaft irgendwo, ne? Dass man natürlich versucht, sein Produkt, gerade wenn es ein Saisonprodukt ist, das als erstes auf den Markt zu bringen. Ich denke, dass da die deutschen Bauern, die Spargelkollegen, nicht sich gegenseitig ausstechen wollen, sondern irgendwo da eine gewisse Konkurrenz natürlich mit den Importen aus Südeuropa oder Südamerika, dass da eben dieser Konkurrenzkampf herrscht. Zeit für den Dammprinz. Eine Woche vor der Ernte. Woanders ist schon die Spargelsaison im Gange. Hier bekommt der Landwirt auf dem Acker erstmal Gesellschaft. Störche sieht man wirklich sehr häufig. Und sonst alles mögliche andere an Vögeln auch. Ich habe absolut keine Ahnung von irgendwelchen Vogelarten. Manche sind groß, manche sind klein, manche sind schwarz und manche sind grau und keine Ahnung. Aber Möwen kenne ich, Krähen kenne ich, die sind da. Die fliegen öfters immer hinterher und picken sich dann die Insekten raus. Für Max' Vater sind die Reihen zu krumm geraten. Ja, aber das ist kein Bild. Das kannst du so nicht lassen. Das muss gelöst werden. Das stimmt, die müssen schon gerade sein. Haben wir wieder hier dann sonst das Problem, dass alles an der Seite rauswächst. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Müssen wir halt Scheibenegge noch mal ran, also den Scheibenflug. Und dann so breit stellen, dass wir die Zwischendämme praktisch wegmachen. Musst halt alles noch mal abfahren morgen. Weiter. Naja, anfangen, musst du ja nicht alles schaffen. Der Grund für den Ärger, die satellitengestützte Steuerung ist ausgefallen. Jetzt muss Max die Reihen manuell gerade ziehen. Derweil macht Vater André eine Entdeckung. Guck hier, hier kommt einer. Also wir sehen aber, er wächst. Und hier unten, oh, guck hier. Hier kommen die anderen. Ach, jetzt habe ich noch einen abgebrochen. Aber hier, siehst du den? Da kommen die anderen. Also da muss man wirklich sagen, in den meisten Jahren hat die Folie halt den Vorteil, dass 2-3 Wochen die Ernte verfrüht werden kann. Wir haben uns dagegen entschieden, wir machen es einfach ohne Folie. Wir haben es vom Vorgänger so übernommen, weil wir das, wir stehen einfach dazu. Da passt die Folie nicht wirklich gut dazu, obwohl es nicht verboten wäre, muss man auch dazu sagen. Fast unbemerkt, am Rand des Ackers, schauen die allerersten Köpfe heraus. Ende April, die Saison kann beginnen. Insgesamt 6 Verkaufsstände bringen die Schakowskis in der Umgebung aus. Der hier kommt in die Spreewald-Metropole Lübben. Und da ist dann wirklich so, dass auch Leute anhalten, fragen, oh, geht's jetzt los? So in freudiger Erwartung, dann warten sie schon. Ja, das macht dann auch Spaß. Also das ist dann schon so, wo man sagt, ja, da kommen die Kunden und freuen sich schon, dass wir kommen. Standort Netto-Parkplatz. Nicht hübsch hier, aber hoffentlich ertragreich. Wenige Stunden vor Erntebeginn. Letzte Begehung durch die Vogelwelt, bevor die Erntehelfer an der Reihe sind.
Abel, you can go to the field, and on the field I say something. Die ersten polnischen Arbeiter werden eingewiesen. Yeah. It's just a few normal things, the simple things for the beginning, yeah. Verständigung ist nicht ganz leicht. Max kann kein Polnisch. Von den Erntehelfern spricht aber nur einer Englisch. Auf Polnisch sind bei mir die Bruchstücke, nur ein paar Bruchteile immer. Mit Hand und Fuß verständigt man sich schon, aber was so ein bisschen die grundlegenden Sachen erklären, das ist besser über Englisch. Da, ja, mein Englisch ist nicht perfekt, aber man versteht's. Manuela bringt das frisch geschliffene Werkzeug. Es gibt einige kleine bauliche Veränderungen im Vergleich zum letzten Jahr. Try if you think the other one is better, you can just change, yeah? Mir wurde das aber gar nicht beigebracht. Hier muss man von dieser Seite stechen, nicht wie bei dem anderen. Aber wie denn? Ja, es gibt welche, die machen das zum ersten Mal. Eine Person jetzt. Drei von denen, die sind schon länger hier. Und eine Person hat wohl schon einmal geerntet. Und da schauen wir jetzt einfach. Werden sie auch genug finden? Ja, und so ist das an dem ersten Tag. Da läuft man viel und schaut man viel und findet ab und zu was. Hier leider nicht. Ah, hier sieht man was. Oh, das sieht man sehr schön. Oh, das ist hier so ein bisschen seitlich im Damm. Das sieht man hier so aufgebrochen. Ah ja, hier ist schon zu erkennen, dass die Spargelstange gebogen gewachsen ist. Ja, und dann liegt man. Ja, naja, für den Verkauf ist es schon ein bisschen nicht so gern gesehen. Die Stange sollte schon ziemlich gerade sein. Ja, die erste Stange. Ist das jetzt Begeisterung? Das hält sich noch in Grenzen. Ja, ich habe meine erste Stange in diesem Jahr geerntet und sie sieht sehr außergewöhnlich aus. Das ist ja genau die Anspannung auch gewesen, zu schauen, wie viel kommt denn jetzt vom Feld? Wie viel ist denn schon gewachsen? Wie viel konnten die Spargelstangen schon wachsen aufgrund des Wetters? Und ja, es ist ein bisschen ernüchternd, aber ja, so ist es. Wir hoffen auf Sonne und die sehen wir ja heute gerade und das ist schon sehr schön. Auch die Erntehelfer würden gern mehr finden. Sich bücken ohne Erfolg, das nervt schon ein bisschen. Heute kommen sie schnell durch die Reihen, weil einfach noch zu wenig wächst. Gestandene Erntehelfer wie Wieslaw erahnen die Stangen im Damm. Er ist schon seit ein paar Jahren hier. Wieslaw, ja? Schau, wie viel? Ja. Ein bisschen? Oh ja. Eine Reihe. Oh, super. Mau. Mau, ja. Das ist nicht das, was Spargelernte jetzt ist. Nee. Das, ja, ja, ja. Aber das ist jetzt der Anfang. Und das ist halt, deswegen sieht es halt so aus, wie es aussieht. Der große Unterschied ist, dass wir das nicht planen können, sondern wir müssen so wie heute schauen, dass der Spargel, ob der Spargel gewachsen ist. Wir wollen das so, wie die Natur das möchte und ernten dann den Spargel, wenn er bereit ist. Und das ist der große Unterschied. Die fünf Erntehelfer sind der erste Trupp in dieser Saison. Sie wohnen mit auf dem Spargelhof. In ein paar Tagen werden sie hier zu zehnt arbeiten. Jeder hat dann etwa einen Hektar zu beackern. Die werden von uns nach dem Mindestlohn bezahlt, der jetzt bei 12 Euro liegt, ist jetzt hochgegangen, auch bei uns in der Landwirtschaft. Ja, in einer Saison, wenn es dann richtig losgeht, wenn dann viel Ernte ist, wenn viel zu ernten ist, werden sie auf Akkord bezahlt, also quasi nach Kilogramm. Also sprich, sie haben natürlich dann auch die Möglichkeit, höher als diese 12 Euro zu bekommen. Nach 3 Stunden Ernte. Mau, but big, ja, it's good. Okay. Einige dicke Stangen sind schon dabei.
Trotzdem, die erste Tagesernte erscheint übersichtlich. Auch die Schicht war kurz. Zurück auf dem Hof wird der erste Ertrag von 10 Hektar Ackerland gewogen. Sie haben gewettet. Oh. 7,4 abgezogen, 50 Kilo. 50 Kilo. Hast du gewonnen? Nee, ich habe 61 gesagt und du hast. Ach so. Du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Hm? Aber trotzdem nicht zufrieden, schnell. 50? Ja, 50 Kilo. Davon müsst ihr heute ja auch ein paar Leute bezahlen, ne? Jawohl. Theoretisch ja. Praktisch auch. Ja. Jeden Nachmittag geht's ans Sortierband. Jetzt sind schon die nächsten Helfer angereist. Pavel bessert sich hier sein Jahresgehalt als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf. Silvia ist gelernte Friseurin. Doch in diesem Job arbeitet sie schon lange nicht mehr. Hier ist es einfach lukrativer. Jetzt, wo das Wetter draußen so schön ist, bin ich lieber auf dem Feld. Es ist schön sonnig da. Ich sortiere hier den Spargel, weil er zu lang vom Feld kommt und sehr unterschiedlich ausfällt. Dieser Spargel ist sehr schön, sehr gerade. Das ist erste Klasse, weil er so gut gewachsen ist. Die Maschine sortiert vor, aber sie schafft keine Qualitätsprüfung. Lukas ist gelernter Koch. Er hat ein Auge dafür. Markenzeichen sind die lila Köpfe. Diese Stangen sind ans Licht gekommen. Das ist hier ein Qualitätsmerkmal. Ja, schaut mal, das ist einfach zu dünn, zu krumm. Da hat sie keine Kategorie gefunden zum Einteilen. Ja, genau. Das schaue ich mir jetzt Stange für Stange an. Und kann die dann noch einsortieren. Nachmittags wird die Tagesernte sortiert. Auf die Märkte geht es mit der Ware dann am nächsten Morgen. Sechs Uhr in der Früh. Auch Sibylle Stoppe ist am Start. Sie gehört zum Team der Marktverkäuferinnen. Etwa 40 Kilo Spargel versucht sie heute unters Volk zu bringen. Ja, so wie immer. Probiert, geht doch auf. Viel Spaß, viel Erfolg, bis später. Ich fahre jetzt nach Lübben auf den großen Wochenmarkt. Und dort versuche ich dann, meinen Spargel zu verkaufen. Ich bin jetzt in der 10. Saison. Ich habe angefangen, als Andrea Schakowski und Manuela den Spargelhof übernommen haben und bin jetzt die dienstälteste Verkäuferin, die sie haben. Ich mag das, weil ich zu über 100% hinter diesem Produkt stehe, das ich verkaufe. Ich mag das mit dem folienfreien Spargel. Wir tun, wenn es auch nur ein kleiner Beitrag ist, was für die Umwelt. Seit Jahren schon hat sie immer den gleichen Platz direkt vor der Kirche. Immer mittwochs und freitags packt sie ihren Spargel hier in feuchte Tücher. Das hält die Stangen frisch. Die Preise sind in diesem Jahr gestiegen. Einige akzeptieren es, aber viele schimpfen über die Preise und man muss denen dann wirklich in Ruhe erklären, wie sich die Preise zusammensetzen. Erhöhte Nebenkosten, erhöhten Mindestlohn und das finanziert sich ja nur über den Verkauf des Spargels. Er wird auch im Laufe der Zeit billiger werden, aber im Moment, wir haben die erste Woche, ist er eben doch noch etwas höher. Morgen. Ja, mach mal die Kiste leer. Das ist der erste Spargel dieses Jahr für euch, nicht? Ja, ja. Habt ihr so lange gewartet auf mich?
Freitag waren wir mal in Tschechien. Da hatte der ja noch alles zu. Da war ja noch nichts. Wie viel ist es denn? 14,25 Euro bitte. Das ist ja der leckerste nach dem Grün, weil der ist intensiver im Geschmack. 14 Euro. Das sind 13,75 bitte. Der Spargel verkauft sich nicht von allein. Etwas verhalten noch die Nachfrage. Am Stand in Kalau, etwas abseits vom Marktgeschehen, ist am ersten Verkaufstag wenig los. Das liegt auch an der Konkurrenz. Nebenan verkaufen sie Folienspargel für die Hälfte und weniger. Der polnische Händler wird seine günstige Ware reißend los. Haben wir 7 Euro, haben wir 6 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 50 Kilo. Und wie viel haben Sie heute schon verkauft? Heute 200. 200 Kilo. Das ist ungefähr die zehnfache Menge des regionalen Spargelstandes. Marktwirtschaft in Reinform. Ist das noch alles, was wir noch drauf haben? Das ist alles, was wir noch haben. Okay. Ja. Wir haben hier den Suppenspargel. Hier ist diese Sondersortierung. Und hier haben wir den 1er Weiß. Was heißt hier das hier? Sonder was? Das ist, da ist mal so ein Krummer dabei. Mal so ein bisschen rausgewachsener. Auch hier so eine, aber ein bisschen, die schmecken noch. Absolut. Das ist genau derselbe Spargel, nur dass der ein bisschen krumm gewachsen gut. ist. Dann nehmen wir das mal von so den dicker und ein dünner. Genau. Ich sage mir immer, Spargel ist ein Genussmittel und kein Grundnahrungsmittel, also muss man das nicht mit dem Folien machen. Da kann man warten, bis die Zeit dran ist. Geht ja hier auch, hier in Kalkwitz. Wie andere Spargelfelder auch, so ist dieser Acker klassischer Arbeitsort für Wanderarbeiter. So werden Arbeitskräfte genannt, die von Job zu Job weiterziehen. Für eine Weile mache das sogar Spaß, erzählt Silvia, auch wenn der Job anstrengend ist. Sie hat Lukas in den Niederlanden kennengelernt bei der Salaternte. Jetzt sind sie sogar schon verlobt. Spargel stechen sie hier zum ersten Mal. Was ist eigentlich die beste Art, Spargel zu kochen, Lukas? Ich weiß nicht. Ich habe ihn nie gekocht und sogar nie gegessen. Wir sind seit 4 Jahren zusammen und dieses Jahr im September wollen wir heiraten. Beide haben große Pläne. Hier verdienen wir mehr Geld. Wir sparen für die Hochzeit, für ein neues Zuhause und für ein Auto. Deshalb arbeiten wir schon seit 3 Jahren in den Niederlanden und in Deutschland. Die Leute hier sind sehr nett zu uns. Wenn wir was brauchen oder so, dann helfen sie gern. Wie in einer Familie. Ja, wir haben Träume für die Zukunft. Dieses Jahr wollen wir erstmal die Hochzeitsfeier ausrichten. Und wir träumen davon, später mal ein Haus zu haben. Ein Auto brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben schon eins. Aber ich verheimliche nicht, dass wir auch Kinder haben wollen. Stimmt's? Aber das später. Er sagt vielleicht. Mit Kind will Silvia dann endlich sesshaft werden. Und nicht mehr durch Europa touren. Gleiches erwartet sie auch von Lukas. Besuch eines Stammkunden. Jeden Tag um 9:30 kommt Thomas Hermann in den Hofladen und kauft 3 bis 4 Kilo Spargel. Diese Mengen verzehrt er nicht allein. Sie sind für den Gasthof im Nachbardorf bestimmt. Genau, das sind jetzt also über 4 Kilo. Das passt. Gut. Bitte schön. Sein Weg führt Tag für Tag durch die Spargelfelder. Ein Ritual. Bevor die Spargelbauern vor Ort nichts anbieten, steht bei ihm auch kein Spargel auf der Karte. Als Nachbarn in der Region bleibt man sich treu. Der Gasthof zur Rose in Sassleben gehört von Anfang an zu den Abnehmern des Kalkwitzer Spargels. Hier schält die Chefin noch selbst. Der Spargel, der ist hier nicht alles 1A glatt lang,
Weil ich finde immer, so ein Spargel, wo jede Stange aussieht wie die andere, sieht für mich künstlich aus. Und ich finde immer, so wo die auch mal eine Biegung hat oder so, das ist für mich lebendig und natürlich. Deswegen schäle ich ihn auch selbst, weil ich auch mal merke, wenn mal so eine holzige Stelle ist, dann kann ich das schön, schön nachbessern, wie ich es halt gerne hätte. Nicht? Und das ist, wie gesagt, ich mache es auch gerne. Jede Stange ist anders, nichts für die Maschine. Es gibt welche, die haben ein weißes Köpfchen, welche, die haben ein blaues Köpfchen. Das hat also nichts mit der Qualität zu tun. Und ich finde schade, dass jetzt vielleicht irgendwas aussortiert oder weggeworfen wird. Also deswegen, also ich mische das dann und das ist für die Leute das Natürliche. Bei diesem Anblick läuft vielen Gästen das Wasser im Mund zusammen. Die Spargelzeit bringt Schwung in den Gasthof, der nicht in der ersten Reihe des Spreewaldtourismus liegt. Und viele sparen sich die Gaumenfreude auf, bis die Stangen natürlich gewachsen vom Feld auf dem Teller landen. Wahrer Genuss kann warten. Ein Regentag im Mai. Der grüne Spargel sprießt. Seine Farbe bekommt er, weil er ganz im Licht wächst. Aber nicht nur der gedeiht. Der Boden ist warm. Am Anfang waren die Erntehelfer 3 Stunden auf dem Feld, jetzt sind es schon 8 Stunden und mehr. Das macht auch den Chef fröhlich, auf seine Art. Ganz Vollernte würde ich es vielleicht noch nicht bezeichnen, aber wir sind innerhalb von einer Woche wirklich fast von 0 auf 100 durchgestartet. Wir haben sämtliche Marktstände draußen, die Wochenmärkte werden beliefert, jetzt kommen die Gaststätten noch dazu. Ich glaube schon, dass jeder Landwirt einen gewissen Stolz auch für seine Flächen empfindet und man sieht ja, man baut was an, man erntet was, man schafft was. Das erfüllt einen schon ein bisschen mit Stolz, Genugtuung, wie auch immer man das nennen möchte. So, wir hätten gerne Spargel. Ja, genau. Dann können wir einfach auch mal darüber gucken. Auch im Hofladen sind sie jetzt mittendrin in der Saison angekommen. An Wochenenden bilden sich manchmal sogar Schlangen. Mehrmals am Tag kommt frische Ware vom Feld. Max' Schwester Annalena hilft, wenn sie schulfrei hat, mit. Ein Familienbetrieb für wenige Wochen im Jahr in voller Aktion mit einem durchaus ertragreichen Saisongeschäft. Und 5 zurück. Na dann, eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier in Kalkwitz zeigen sie, was früher selbstverständlich war. Spargel braucht keine Plastikfolie zum Wachsen. Nur etwas mehr Geduld.